Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg wurde 2004 von der hamburgischen Bürgerschaft gegründet, um fächerübergreifende Forschung zu intensivieren und die Wissenschaftsregion Norddeutschland zu stärken. Sie ist eine unabhängige Gesprächsplattform des Nordens für die Wissenschaft und vermittelt Wissenschaftsthemen in die Gesellschaft. Der Akademie gehören herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Norddeutschland an. Sie arbeiten in interdisziplinär zusammengesetzten Arbeitsgruppen an wissenschaftlichen Grundlagenproblemen sowie gesellschaftlich bedeutenden Zukunftsfragen und wirken damit der Vereinzelung der Wissenschaft entgegen. Die Förderung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die Präsenz in den Bundesländern Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind uns wichtige Anliegen. Die Akademie der Wissenschaften hat eine große Bedeutung für den Wissenschaftsstandort. Sie bringt exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus In- und Ausland zusammen und trägt dazu bei, die Hochschulen untereinander stärker zu vernetzen und in Richtung Wirtschaft und Gesellschaft mit Erkenntnissen auszustrahlen. Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg ist Mitglied in der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften. Die Hamburger Akademie ist die jüngste der 8 deutschen Unionsakademien und hat sich aber in dieser kurzen Zeit schon durch ihre hohe Fachkompetenz hervorragend etabliert, gezeigt an den 4 Langzeit-Akademie-Projekten, die sie inzwischen eingeworben hat, und natürlich auch an der exzellenten Öffentlichkeitsarbeit, die sie macht. Thematisch reicht die Bandbreite der 4 Langzeitprojekte der Akademie von der Erforschung äthiopischer christlicher Handschriften und indigener nordeurasischer Sprachen sowie formelhafter frühmittelalterlicher Rechtstexte bis hin zur Erstellung eines elektronischen Wörterbuchs der deutschen Gebärdensprache. Die Akademie kooperiert mit zahlreichen anderen wissenschaftlichen Institutionen, unter anderem der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Die Hamburger Akademie der Wissenschaften und die Leopoldina verbindet eine langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit. Besonders das Thema Antibiotika und Antibiotikaresistenzen wäre hier zu nennen, wo wir es geschafft haben, dieses Thema auf den Tisch der Politik und der Öffentlichkeit zu legen. In der Akademie bearbeiten 10 fächerübergreifende Arbeitsgruppen bedeutende Zukunftsfragen. Themen wie Kosmologie, Netzwerkforschung und Infektionsforschung. Der Vorteil von interdisziplinären Arbeitsgruppen ist, dass wir ein bestimmtes Thema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Die Ergebnisse werden auf internationalen Tagungen noch diskutiert und erweitert und dann in Publikationen und öffentlichen Vorträgen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wir beschäftigen uns in der Arbeitsgruppe mit der Frage, was kann jeder Einzelne und die Gesellschaft als Ganzes gegen das Auftreten neuer Infektionen tun und welche Folgen haben Infektionen für jeden Einzelnen und beraten dabei die Politik und andere relevante Entscheidungsträger. Unsere Arbeitsgruppe in der Hamburger Akademie, das Forum Friedens- und Konfliktforschung, erarbeitet für den Ständigen Ausschuss aus den Länderakademien, für die Nationalakademie Leopoldina und für die AKATEC, also die Akademie der Technik- und Ingenieurswissenschaftlichen Disziplinen, eine Stellungnahme zu den langfristigen Entwicklungen in der Sicherheitspolitik. Das ist eine sehr gute Möglichkeit für die Hamburger Akademie, in der Politikberatung und auch in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit stärker Gesicht zu zeigen. In der Akademie arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem norddeutschen Raum zusammen. Ja, wir Wissenschaftler aus Schleswig-Holstein finden es toll, dass wir über die Ländergrenzen hinweg mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern wissenschaftliche Themen erörtern können. Das gilt insbesondere für die globalen Umweltthemen, für Klimawandel und hier insbesondere für den Meeresspiegelanstieg. Die Akademie in Hamburg bedeutet für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Mecklenburg-Vorpommern die Möglichkeit zu einer intensiveren Zusammenarbeit im Bereich insbesondere der Ostseeraumforschung. Bereits heute unterstützt die Akademie mit Schülerlaboren und dem Forum Junge Wissenschaft die nachrückenden Generationen junger Forscherinnen und Forscher. Von besonderer Bedeutung in der Nachwuchsförderung ist für mich, dass wir Schüler und Nachwuchswissenschaftler möglichst früh an die interdisziplinäre Arbeit der Akademie heranführen und den generationenübergreifenden Forschungsdialog fördern. Um den Dialog zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit und Politik anzuregen, richtet die Akademie der Wissenschaften in Hamburg zahlreiche Veranstaltungen wie Vorlesungsreihen und Podiumsdiskussionen aus. Sie veröffentlicht regelmäßig Monographien,
Dokumentationen und Tagungsbände sowie Stellungnahmen zu gesellschaftlich und politisch bedeutenden Themen. Der Hamburger Wissenschaftspreis ist mit 100.000 Euro der höchst dotierte Preis einer Wissenschaftsakademie in Deutschland. Die Akademie vergibt ihn seit 2009 alle 2 Jahre im Rahmen einer bundesweiten Ausschreibung dank der großzügigen Spende der Hamburgischen Stiftung für Wissenschaften, Entwicklung und Kultur Helmut und Hannelore Greve. Die Akademie bietet Raum für kreatives, langfristiges und zukunftsorientiertes Denken jenseits der Zwänge des Forscheralltags. Sie ist eine vertrauenswürdige und unabhängige Institution, die Politik, Wissenschaft und Gesellschaft zuverlässig Informationen zu wissenschaftlich und gesellschaftlich wichtigen Fragestellungen anbietet.